Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich heiße Dimitri. Heute geht es um Energieertrag von meiner selbstgebauten PV-Anlage für Monat Oktober. Seit letztem so ein Bericht ist schon viel Zeit vergangen. An meiner PV-Anlage hat sich aber nicht viel geändert, außer PV-Leistung. Denen habe ich nochmal ausgebaut, erweitert, verstärkt. Für neue Abonnenten ich erkläre meine Anlage ganz kurz. Wie ihr seht, ich habe zwei Laderegler. Jede hat eigene PV-Feld am Eingang. Der linke kriegt nominale ca. 2 Kilowatt Peak von meinem Garten bei ca. 100 Volt Arbeitsspannung. Der andere EPEVA kriegt zu seinem Eingang von oberen Terrassengelände und dem Dach ca. 5,5 Kilowatt Peak Leistung bei ca. 65 Volt Arbeitsspannung. Im Moment, im Frühling, werde ich ja Spannung auch erhöhen. Beide Eingänge durch Sicherungsschalter. Beide Ausgänge vom Laderegler sind zur Sammelschiene angeschlossen. Die habe ich aus Aluschiene gefertigt. Kupfer dafür natürlich der beste Material. Ich habe verwendet das, was ich gehabt habe. Und zu dieser Sammelschiene sind Akkus angeschlossen und Netzwechselrichter mit sogenannter Nulleinspeisung. Also der speist so viel ein, wie viel mein Haus im Moment verbraucht. Natürlich nur im Rahmen von seines Vermögens. Ich habe, wie ihr alle, drei Phasensystem im Haus. Hausstromverbrauch wird von allen drei Phasen zusammengerechnet. Über diesen Dreiphasenlimiter gibt es extra Video. Link seht ihr jetzt oben rechts. Über Schaltschema gibt es auch extra Video, wo ich alles gründlich erklärt, was wie funktioniert. Link auf diese Video seht ihr jetzt oben rechts. Und wie gesagt, zu dieselbe Schiene sind mehrere Akkus angeschlossen. Einige sind fertige, einige haben wir zusammengebaut. Ganz kurz zeige ich dir auch. Das ist der erste Akkumulator. Alle bestehen aus 16 Zellen. Jeder Akku hat eigenen BMS mit Aktivbalancer. Danach habe ich so ein Akku aus Kalbzellen. Auch 16 Zellen eigenen BMS mit Aktivbalancer, Akkusammelschiene, Minus und Plus. Gehen wir weiter. Hier steht eine fertige Akkubatterie, 200 Amperestunden. Danach die andere fertige, 300 Amperestunden. Diese schöne, gute, fahrbare Akkubatterie haben wir selber gebaut. Link auf Video seht ihr jetzt oben rechts. Anderson-Anschluss habe ich gemacht. Sicherung, JK-BMS mit Aktivbalancer. Und daneben haben wir ja noch eine, welche aus vier fertigen 12 Volt Akkumulatoren besteht, welche in die Reihe angeschlossen sind. Eigenen aktiven Balancer haben die. Hier können wir Gesamtspannung kontrollieren und einzelne Batteriespannungen auch. Wie man sieht, funktioniert das alles perfekt. Spannungsunterschied beträgt 0,03 Volt. Link auf diese Batterie, wie wir das zusammengebaut haben, seht ihr jetzt oben rechts. So, meine Freunde, jetzt sind wir auf meinem Dach. Alte Module habe ich in diesem Herbst abgebaut. Jetzt habe ich hier neue Module installiert, welche 450 Watt Peak-Leistung jeder hat. Ja, insgesamt habe ich hier 8 Stück. Ausrichtung fast Süd, ca. 10 Grad westlich. Im Moment habe ich die Pro 2 Stück in die Reihe geschaltet. Im Frühling versuche ich
4 Stück in die Reihe, anders konfigurieren. Schaue ich mal, welcher Unterschied. Neigungswinkel hier circa 15 Grad. Die stehen einfach so, ohne Befestigung. Starker Wind haben wir hier kaum. Weitere 4 Module habe ich am Terrassengeländer installiert. Insgesamt 12 Stück, was ca. 5,4 Kilowatt Peak Leistung beträgt. Seitlich am Sichtschutz habe ich noch pro 2 alte Module zur Hilfe auch installiert und im Garten. Das ist mein nächstes Feld. 6 alte Module und 2 neue. Insgesamt ungefähr 2 Kilowatt Peak zusätzlich. Aber im Winter, naja, ab Herbst, circa ab Oktober, die sind leider vom Nachbarhaus im Schatten stehen. Ja, so sieht das aus. Rein Mittelhaus. Typisches Novemberwetter. Alles grau im Grau, wie man das sieht. Ja, so sieht das aus, meine Freunde. Der Wechselrichter speist ins Netz durch diesen elektronischen Zähler mit Smart-Funktion. Früher habe ich an die Stelle diese Smart Plugs oder Smart Steckdose gehabt, aber die Firma, welche diese Geräte produziert hat, ist ja leider pleite gegangen und Cloud Server Unterstützung leider auch beendet. Ja, so sieht diese Handy App aus. Diese Zelle habe ich erst ein paar Monate im Einsatz, drum Gesamtelektrizität in Kilowattstunden nur 458 beträgt heute 4,65 Kilowattstunden. So gehen wir zum grafischen Darstellung. Heute ist 16. November. Heute bis etwa 13 Uhr. Wir haben gutes Wetter mit viel Sonne gehabt und ich habe meine PV-Anlage angeschaltet. Ab und zu mache ich ja aus, weil Akku mag nicht längere Zeit ohne Saft zu bleiben. Auf Dauer kann er Schaden kriegen. Drum hier sieht man das. Zum Beispiel am 5. November hat meine Anlage fast 8 Kilowattstunden produziert. Einen Tag vorher 8,3 Kilowattstunden. Und hier inzwischen habe ich meine Anlage aus oben genannten Gründen ausgeschaltet. Ja, gehen wir dann für Monat Oktober. Hier sehen wir, dass im Oktober hat meine Anlage 288 Kilowattstunden produziert und von meinem Hausverbrauch kompensiert. Könnt ihr auf ihr Kilowattstundenpreis multiplizieren, um auf gespartes Eurobetrag zu kommen? Ja, gehen wir aufs Jahr. Ja, hier sieht man das circa ab Mitte September habe ich dieser neue Zähler im Einsatz. Ganzes Monat ist ja nur bis jetzt Oktober und im November nur 54 Kilowattstunden bis jetzt. Sieht man, das wird ja deutlich weniger Ertrag als im Oktober. Im Dezember wird ja noch enger, aber so ist das Leben. Ja, meine Freunde, so sieht das aus. Fast alle Komponente dafür habe ich bei AliExpress gekauft. In Beschreibung unter dem Video findet ihr Links auf fast alle Geräte, Schaltern und andere Instrumente. Für nächstes Jahr, ich habe weitere Änderungen vorgeplant. Vorsagen möchte ich nicht, würde lieber zuerst durchführen und erst danach das alles berichten. Ja, meine Freunde, das war's für heute. Ganz kurzes Video. Wenn war's interessant, bitte nicht vergessen, Daumen hoch klicken. Schreibt ihr bitte in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt ihr bitte unbedingt gesund.
und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.